Eifel 3 TV Thekentour. Heute zu Gast in Mützenich im Finngasthof zur Buche bei Axel Steffens. Axel, du bist seit Januar neuer Eigentümer der Buche. Ja, das ist richtig. Ich habe im Januar die Buche neu übernommen und möchte die nächsten 15 Jahre auch nichts anderes mehr machen. Sollen wir uns mal umschauen? Gerne, komm mit. Kenne ich schon seit einigen Jahren und wie sehr hat sich hier einiges verändert? Ja, im Januar haben wir hier ein komplett neues Beleuchtungssystem integriert, viel modernere Lampen, im Restaurant sind neue Tische reingekommen, also einfach freundlicher, heller, moderner, alles konzipiert, ja. Ja, auf jeden Fall auch mehr Holz und wesentlich schönere Beleuchtung, freundlicher, das stimmt. Hier gibt's noch weiterhin die üblichen Getränke, aber du hast auch hier ein neues Konzept erarbeitet. Ja, mein Konzept ist, ein sehr breites Getränkesortiment den Kunden zu bieten. Und dabei ist ein besonderes Aushängeschild meine Gin-Karte. Ich habe diverse Gin-Sorten mit diversen Tonic-Sorten im Angebot. Und da kann man sich dann nochmal individuell nach Geschmack den Gin Tonic zusammenstellen. Und da ist ein Premium Gin, ist der Ginster Gin. Und dazu empfehle ich einen Thomas Henry Tonic. Und da würde ich sagen, Marina, mach uns doch bitte mal einen Ginster Gin mit einem Thomas Henry Tonic, damit die Sabine mal kosten kann. Lecker, ich bin schon gespannt. Wirklich sehr lecker. Ja, der Ginster Gin ist wirklich aktuell der Top-Renner bei uns und wird gerne auch nochmal mit einem 2-Großmarin gereicht. Sehr erfrischend auf jeden Fall. So, Axel, sollen wir mal ins Restaurant rübergehen? Ja, sehr gerne. Lass mal schauen gehen. Jetzt sind wir hier im Restaurant, mittlerweile ein sehr beliebter Anziehungspunkt. Hier ist es wirklich, kommen viele Leute hin essen. Axel, was ist hier dein Erfolgskonzept? Mein Erfolgsrezept ist hier wahrscheinlich, dass meine Speisekarte für jeden Geschmack etwas zu bieten hat. Sie ist nicht zu groß. Und zudem bieten wir noch ständig wechselnde Tagesgerichte an und saisonale Gerichte. Ich glaube, es steckt eine super tolle Küchencrew dahinter. Das ist richtig, da bin ich auch mächtig stolz drauf. Kannst du auch. Sollen wir mal was probieren? Ja, gerne. Komm, lass uns setzen. So, passend zum Gericht bringt die Marina uns jetzt mal einen schönen Kaugummi da. Gericht mit grünen Bandnudeln, Pfifferlinge in einer Sahnerahmsoße. Das Schnitzel in der Art mit Pfifferlinge in einer Sahnerahmsoße und dazu Kroketten. Guten Appetit. Dankeschön. Kannst du schmecken? Dankeschön. Oh, lecker.
wirklich super lecker. Kann ich schon bestätigen. Axel, die Buche hat auch noch schöne Gästezimmer. Ja, wir haben noch 9 Doppelzimmer und ein Einzelzimmer. Wer da mal reinschauen möchte, guckt gerne mal auf die Internetseite. www.fengershof-zurbuche.de. Zum Schluss sind wir jetzt im neuen Biergarten von Axel angekommen. Axel, unser kleines Gastgeschenk, unser kleines Dankeschön an dich, den Tischaufsteller von Eifel 3 TV. Herzlichen Dank für deine Gastfreundschaft. Vielen Dank dafür. Und ich kann nur sagen, mein Team und ich heißen Sie, unsere Gäste, jederzeit herzlich willkommen.